Es geht mal wieder weiter mit Let's Play Final Fantasy Crystal Chronicles, The Crystal Barriers. Ich bin es, euer MC Mafix. Wir sind gerade hier in der Hauptstadt und wollen uns mit unserem guten Freund Kais treffen. Nachdem wir im letzten Part durch einen Zug gestealtht sind und ein wenig uns mit Gartenarbeit hier herumgeschlagen haben, können wir nun weiter. Die Gartenarbeit, die war schon echt hart. Mhm. Und da wurden wir von so ein paar Kindern im Versteck besiegt. Grausig, Leute. Naja, dafür holen wir uns hier ein paar Münzen und können weiter. Wie gesagt, wir wollen Kais treffen. Wir wollen ihm natürlich das sagen, was hier wir mit Sid besprochen haben. Und natürlich, ja, vielleicht ein paar Informationen sammeln, die er vielleicht herausgefunden hat über unseren guten Freund Dean Yuke. Und, ah, da kommt dein Morim. Weil ich wollte gerade fragen, wo wir jetzt genau hin müssen. Nimm den Shuttle zur Bibliothek. Mittlerweile solltest du in der Hauptstadt angetroffen sein, oder? Ein Shuttle zur königlichen Bibliothek steht für dich am Shuttle-Hauptgleis bereit. Du brauchst nur noch hier einzusteigen, Kais. Oh, danke schön, Kais. Ach, ey, Leute. Wir müssen nicht mal in diesem Spiel selbst denken. Das macht auch der Kais für uns. Ist doch super. So, will er rein? So, komm. Hä? Okay. Dann, ah, okay, auf der Seite. Jo, ich will da rein. Ja, darf ich rein? Ja, gut, okay, dann fahren wir da rein. Yes! Okay. Erstmal machen wir wieder hier Tempo. So, ich find das immer so cool, dass man das Tempo dann so hoch machen kann. Irgendwie finde ich das voll nett. Sollte es im echten Leben auch geben, was dann einfach irgendjemand Zufälliges, der da in der Bahn sitzt, kann einfach so das Tempo schnell machen. So. Eile Express. Ey, Leute, die Welt sieht schon geil aus. Schau ich das in der Mitte da an. Diesen riesigen Platz da. Also, was ist das? Kristall? Kristall? Das wird Sinn machen. Oder, wow. Ey, wir sollten nicht immer nur Leute in der Bahn rumwerfen. Wir sollten uns das hier auch anschauen. Das sieht echt richtig, richtig schön aus. So, mir fällt gerade auf, das ist komplett die gleiche Gegend, wie wir am Anfang des Spiels hier begangen haben. Naja. So, was hast du wieder schön? Sorry. Ich wollte doch den Brief haben. So, dankeschön. Ah, die ist schon wieder mit ihren gefährlichen Büffel. Ganz ehrlich. Haben wir einmal alle gemacht und es reicht bis zum Ende des Spieles. So. Was bist du? Du bist ein Mogri-Händler. So, schön. Wir können einen Handschuh kaufen. Nein, kein Bock. Kein Bock, Leute. Ganz ehrlich, irgendwie bezweifle ich, dass wir in diesem Spiel irgendwie einen Kampf mal haben, den wir nicht schaffen werden. So, aber doch, das ist jetzt doch ein anderes Gebiet, als wir beim letzten Mal waren. Hä? Was war das gerade? Nicht rennen, Kupo. Ja, ich hab's doch geschleudert. So. So. Und ein Besteck halten. Nicht drin. Ach, hau ab. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich verstehe, was sie meinen. Ruhe bitte, Kupo. Ach so, das sind Bibliothekaren. Ach, haut ab. Haut ab. Weg da. Ah ja, leise ein von wegen. Und das Kais, Leute. Kais. From this time forward, refer to me as Colonel Kais. You enlisted in the Royal Army? You're a Selkie. A symbolic gesture of tribal unity. Apparently, the Lilties were thrilled to have me enlist. On top of that, thanks to your crystal idol, I'm a colonel. You know, by golly, he's gonna punch you. Seriously. He and I live in different worlds. What good is there in hating all things Lilt? So, about the letter? Second crystal idol? I have a good idea of where it is, but getting near it won't be easy. I see. I have no new information. This thing is no different from any other shard, besides the color. What we need, then, is Vigali's assistance on this matter. How did it go with him anyway? Did he try to push some job on you? I told him that I would introduce him to a crystal reactor alternative. Yeah, but that Lilty hater would never use an engine designed by Sid. Anyway, I'll go and deal with Vigali. You go and talk to Sid. Are you sure about this? Oh, come on. You're talking to a royal officer here. Hey, Lael. The Lilty say their prosperity was promised to them by their tribal crystal. What do you think? Do you believe it? The Clavat will always be poor, crystal or no crystal. Makes no difference. Okay. But then what are those crystals?
They say they preside over the destiny of each tribe and form the principle of the world, but it's just a myth. Well then, what do you think crystal bearers are? Agents of the light or children of the dark? In reality, we're neither, nothing special. It's unlike you to talk about yourself that way, Lael. You made me say it, Colonel. Pondering your own existence is a waste of time. Der Lael, das jetzt mal so negativ spricht, hätte ich nicht gedacht. Gut. Also was ist jetzt... Schauen wir erstmal unser Ziel an. Jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg durchs halbe Land gehen. Und das ist es, oder? Ob der Stück auf der Geist, ich will keinen anders. Ist ungewiss. Halte dich an, sitz. Oh. Okay. Also mit anderen Worten, wir können jetzt echt nochmal den ganzen Weg zurücklaufen. Boah, das hat sich ja gelohnt, hierher zu kommen. Ganz ehrlich, das hättest du auch wunderschön in so einem kleinen Brief schreiben können. So, ich bin Oberst. Der wird es nicht zugeben, aber er wollte einfach nur einmal angeben. Ich bin jetzt Oberst. Und ganz ehrlich, das war das Einzige, was er uns zeigen wollte. Ansonsten haben wir jetzt hier nichts Sinnvolles verfahren. Denn jetzt können wir den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Müssen wir jetzt dann nochmal auch durch die Selgi-Stadt. Leute, wenn wir 100 Jahre her werden, wir dran sitzen. Ja, Beeilung, hopp, hopp, hopp. So, warte, schauen wir nochmal. Aktuelles Ziel. So, warte, können wir nicht an der Karte scrollen, oder? Schade. Also irgendwo rechts unten, glaube ich, war der. Oder links oben. Oder irgendwo, nicht hier. Es gibt doch, also zumindest vier große Orte, die wir bis jetzt erkannt haben. Gefunden haben. Das war einmal der Selgi Beach. Dann, ja, hier die. Warte, wir machen jetzt mal das Isle Express. Schneller. So, besser Geld. Ja, danke schön. Dann hier die, also der Selgi Beach, wie gesagt. Dann hier die Stadt von Cid und eben die königliche Stadt. Und mehr große Sachen gab es nicht. Es gab dieses kleine, Fest, dieser Weingarten, wo wir auch eine Weile waren. Und das war's so im Endeffekt. Naja. Ach, Leute. Hätten wir irgendwie ein Luftschiff, dann kommt mehr. Ja, das Luftschiff vom Anfang des Spiels. Das nehmen wir uns, klauen wir einfach schon und dann fliegen wir hier rum. So, weg da. Auf die Bahngleise. Nett. Sehr nett. Falsche Richtung. Das ist der Ausgang. Einfach mal auf die Bahngleise gekickt. Man kann in diesem Spiel schon nett sein. Aber Leute, das ist cool. Also, wir können mal ein bisschen über das Spiel reden. Ich glaube, wir werden jetzt eh nicht so viel Story-Drivenness machen, weil wir, wie gesagt, jetzt eh erstmal ewig lang laufen müssen. Da können wir, das mache ich immer gerne, immer besser so über das Spiel reden. Ja, so zufällig ein Brief und zwar, egal. Haben wir auch das Geld geklaut. Danke für die Vogelscheuchen. Werte Professor Sid, die Vogelscheuchen, die ihr mir vor kurzem modifiziert habt, zeigen vollen Einsatz. Die Büffel trauen sich nun den Göttern sei Dank nicht mehr in der Nähe der Felder. Doch in letzter Zeit sind die Vogelscheuchen fast etwas zu arbeitsfreudig. Wenn ihr mich fragt, bitte schaut noch einmal nach dem Rechten. Wenn ihr in der Nähe seid, mit freundlichen Grüßen Togo aus der östlichen Wildnis. Ah ja, das war in diesem Wald da. Das ist in der Nähe von Cid. Also könnte man sogar vorbeischauen. Da Skizze, so trifft man sich wieder. Da die Selkischen Eisenbahn nicht fahren, bleibt dir nichts anderes übrig, als nach Brückenstadt zu laufen. Verlass erstmal die Hauptstadt und begib dich zur südlichen gelegenen Brückenstation. Aha, und wo ist die? Ha, die eine Wache kickt einfach die Menschen weg. Sehr nett. Sehr nett, Leute. Naja. Ja, wie gesagt, ich wollte jetzt ein bisschen über das Spiel reden. Also, wir haben jetzt ja, ich würde jetzt sagen, auch wenn wir hier eine Stunde mehr haben, weil ich ja Stunde ungefähr ausgegeben war. Ich würde sagen, mal so 4 Stunden Spielzeit würde ich jetzt... Ach, egal. Zumindest ein Stückchen haben wir schon hier reingespielt. Ich tippe mal jetzt einfach mal darauf, wir haben so in etwa die Hälfte des Spieles durchgespielt. Ich habe mich ja mal informiert, wie lange das Spiel ungefähr dauert. Und da war ich denke, wir sind ungefähr so bei der Hälfte. Was ist denn das? Eine Zierkugel. Cool. Ich will das auf irgendeine Wache werfen. und zumindest, ja, ich würde sagen, mir gefällt das Spiel schon. Es ist natürlich kein Final Fantasy. Das ist ja irgendwie auch, steht ja auch irgendwie außen vor. Oh, ein Baguette. Lecker. Kicken wir das auf den.
So, einfach die Luftballons so einzeln weghauen. So richtig böse. Ja, du gehst mir aus dem Weg. Und, das steht wie gesagt außer Frage, dass es natürlich kein echtes Final Fantasy ist, aber das heißt auch nicht schlecht, dass, ey, ganz ehrlich, viele Leute beschweren sich ja immer, dass neuen Final Fantasies keine richtigen Final Fantasies sind. Haben damit auch recht, das würde ich nicht abstreiten, aber ich finde es halt auch schön, wenn, also ein Spiel, was ja nicht zur Haupt-Final Fantasy so, also sagen wir mal den benummerten Titeln gehört, halt mal was anderes macht. Und ich finde, das macht das auch ganz nett hier. Also das Kampfsystem ist natürlich flach, muss man schon sagen, weil ich meine, das Spielkampfprinzip besteht halt nicht aus mehr als aus. Daraus aus, außer Leute zu werfen. Mehr gibt es nicht, was wir machen können in dem Spiel. Aber trotzdem, ganz ehrlich, man kämpft ja in diesem Spiel jetzt nicht so oft. Man kann, so viel habe ich auch mal gesehen, einfach auch die ganzen Standardkämpfe, wirst du mir aufmachen, auch einfach überspringen. Also wenn ich jetzt einfach keinen Bock habe, hier die ganze Zeit diese Standardkämpfe zu machen, dann könnte ich die auch komplett auslassen. Und das ist natürlich eigentlich auch eine coole Idee, also wie gesagt, dass der Hauptappeal eigentlich nicht so auf den Kämpfen geht, sondern auch ein bisschen hier um die Welt zu erkunden. Und das finde ich ist ja immer ganz schön. Also ihr habt es ja gemerkt, ich tue mich jetzt hier nicht so auseinanderfassen mit dem ganzen Level-Zeugs, was man sich da schmieden kann. Aber da gibt es ja echt viel, was man eigentlich machen kann. Ich mache es halt aus dem Prinzip einfach nicht, weil ich es halt nicht fürs Kämpfen brauche und dann lohnt sich das für mich auch nicht. Ah, Leute, mich ärgert, dass das mein Garten ist. Der Garten wieder. Ah, der Garten ist wieder schön. Oh, dann schauen wir nochmal unseren geilen Garten an. Oh, schaut den euch einfach mal an, wie edel der einfach aussieht. Aber da müsste ich eigentlich draufsetzen. So ein Bild von Lale müsste da sein. Der sieht schon echt geil aus. Schaut ihn euch an. Der sieht schon echt richtig nice aus. So. Ich gehe jetzt einfach mal hier raus und hoffe, dass der Lale schnell läuft. So, ja, aber also wie gesagt, mir gefällt das Spiel insgesamt, muss ich schon sagen, gefällt es mir halt, aber ich muss sagen, ich finde es halt lustig teilweise halt, wirklich, also die Lale und die Belle, auch wenn die halt unglaublich schlecht irgendwie teilweise auch sind vom Humor, gefällt mir irgendwie schon, finde ich schon schön humorvoll und jetzt kann man nochmal schauen, wie viel haben wir, so Stunde müssen wir abziehen, okay, dann haben wir ungefähr 3 Viertelstunden, also nicht so lange, aber zumindest ist es ja auch nicht so schlimm, wenn man der Humor nicht immer stimmt, aber ich insgesamt finde ich das echt lustig. So, Transport der Dampfmaschine. Ich habe Valgali dazu gebracht, in die Hauptstadt zu fahren. Frage mich nicht, wie ich das geschafft habe. Es reicht, wenn du weißt, dass er unterwegs ist. Begib dich zur Sitzwerkstatt und überrede den Alten, seine Dampfmaschine zum Graslandbahnhof zu bringen. Nimm einen Chocobo, wenn du die Gelegenheit dazu hast. Mit einem Reitvogel solltest du schnell am Ziel sein. Valgali kann, Valgali kann jeden Moment hier eintreffen. Beeil dich, Kais. Chocobo? Ich will ein Chocobo! Oh! Und jetzt wird das Spiel richtig geil. Jetzt haben wir ein Chocobo. Chocobo-Handbuch. Danke, dass Sie sich heute für unser zuverlässigen Miet-Chocobus entschieden haben. Momentan haben wir Aktionswochen. Unsere Miet-Chocobus sind kostenfrei und das ohne Kilometerbegrenzung. Haben die so einen Tacho dann irgendwo so einmontiert, oder? Sie können Ihren Chocobo von überall her zu uns zurückschicken. Denken Sie aber daran, dass der Chocobo Sie unwiderruflich verlässt, sobald Sie abgestiegen sind. Es gibt bestimmte Stellen, die nur Chocobos sehen können. Lassen Sie Ihren Reitvogel mit seinem Schnabel graben, wenn er so eine Stelle entdeckt hat. Sie können auf alles Mögliche stoßen. Chocobos können über kurze Distanzen springen. Sie können die Ausdauer ihrer Reitvogel mit etwas Güsal-Gemüse jedoch steigern. Auch Güsal-Gemüse lässt sich in der Erde finden. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise mit unserem Chocobo, der Mi-Chocobo IV. Was heißt IV? Ich wusste es mal. Egal. Oh Leute, es ist ja geil. Okay, wenn wir so schütteln, dann wird er schneller. Wir können auch so graben. Ist ja nice. Das gefällt mir mal, Leute. So, schneller Chocobo. Ist das nice. Wenn wir jetzt aber, wie gesagt, runtergehen, dann verlässt er uns immer. Aber sonst hätte ich jetzt hier ein bisschen gekämpft. Aber dann können wir mich alle mal. Sagen wir es frei raus. So, ihr seht es, jetzt ist er für immer weg. Wir können auch hier die Tür nicht aufmachen. Boah. Ein Pudding. Das ist ja ein schöner Gegner. Wenn man den hier kaputt macht, dann tut er hier seine kleinen Babys rauswerfen. Ach, hübsch. So. Wir versuchen unser Glück. Wir werden es zwar nicht schaffen, aber wir können es ja mal immerhin versuchen. So.
So. Und jetzt haben wir wieder einen Combo von denen. Und jetzt. Roll! Das gefällt mir auch immer. Oh, warum rollen die nicht? Normalerweise rollen die doch immer. Hey, wir haben Leben verloren. Durch. Was haben wir gerade Leben verloren? Vording, weg da. Aua. Jetzt hat er mich auch noch getroffen hier. Gibt es doch gar nicht. So machen wir dem aber, glaube ich, auch nicht mal Schaden. Fällt mir gerade mal so auf. So machen wir den da kleiner. Okay, da ist schon mal Leben. Das ist schon mal schön. So, gegen die Wand. Gegen die Wand. Ach Leute, wir haben eh schon lange nochmal gekämpft. Das ist immer wieder eine gute Übung. So. Zackaboom. Weg da. Okay, die Pudding kann man auch wirklich so schön schleudern. So, du solltest down sein. Wo ist dein kleiner Kumpel? Deiner Kumpel. Ach, wir machen das anders. Ihr wolltet doch schon immer mal eine Bank spüren. Ach, wirft einfach mal 10 Meter daneben. Super. So, okay. Gegen den Baum würde ich sagen. Bam. Sollte reichen, oder? Gibt immer noch. So. Jetzt, da vorne ist der nächste Pudding. Also wir werden es eh nicht schaffen. Das sind viel zu viele Gegner. So besonders so wie ich kämpfe. Da werden wir das noch weniger schaffen. So. So. Wir müssen das Blöde ist. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder einen Schoko beholen. Das ärgert mich. Aber denkst du, das ist ja auch ein bisschen blöd, wenn man jetzt also vom Gegner kommt und dann muss man ja absteigen wahrscheinlich, weil die greifen ja wahrscheinlich auch so an. Und dann ist immer der Chocobo weg. Das finde ich nicht so cool. Oh, spuck da rum. Kleiner Giftkäfer hier. Finde ich ja gar nicht nett. So. Und. Flieg auf den Pudding. Flieger. Ah. Was war denn das für ein Wurf? Sonst bist du auch. Ah, okay, jetzt haben wir ihn getroffen. Pudding! Ist er weg? Der ist einfach weg. Cool. Der Pudding ist ja voll schwach. Fällt mir gerade mal so auf. Alle Monster sind besiegt. In diesem Abschnitt besiegt. Jetzt müssen wir... Ah, der Mann ist schon versiegelt. So, die Blütengrenzkampagne ist... abgeschlossen. Und wir haben ein Lebensupgrade bekommen. So, jetzt stellt sich mir nur eine große Frage. Muss ich jetzt echt den ganzen Weg zurücklaufen und mir ein Chocobo holen? Oder kann ich jetzt hier mir irgendwo einen Chocobo hier irgendwie holen? Hier komme ich auch nicht weiter. Warte. Wir schauen noch kurz mal an, was war. Oh, haben wir keins. Haben wir keins. Jemand Talisman. So. Blütengrenzstation. Oh, okay. Finde ich jetzt aber blöd. So, hier kann man graben, oder? Sieht so für mich so aus. Achso, nee, das sind hier. Achso, das sind die Blumen, die herunterkommen. Ach, das sieht ja schön aus hier. Oh. Mir fällt gerade übrigens gerade auf, ich hätte hier wahrscheinlich gar nicht hin müssen, weil es hier gar nicht weitergeht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die stimmen könnte, dass ich hier überhaupt gar nicht hin muss. So, kannst du bitte aufmachen? Oh. Lady, du bist so ein Versager. So. Dann haben wir noch eine Delikatesse gefunden. Das ist auch sehr schön. Hast du... Anstatt, dass er einfach irgendeine Ausrüstung für mich hat. Das wäre mir am liebsten. So. Schau mal kurz mal auf das Schild. Chocobo... Chocobo-Ring? Was ist bitte ein Chocobo-Ring? Achso, der Chocobo-Ring. Ah, okay, das Skizzlein. So trifft man sich wieder. Hinter diesem Tor liegt der Chocobo-Ring. Entlang der Klippe gelangt du zum Grenzposten des alten Lettkanal. Den Weg von dort nach Brückenstadt kennst du vermutlich schon, oder? Nimm ein Chocobo, wenn du es eilig hast. Ja, was da muss ich... Warte, da vorne ist da einer. Bitte lass da einen sein. Und dann müssen wir jetzt echt den ganzen Weg nochmal kurz zurücklaufen. Ach Leute, wisst ihr was? Der Part ist eh zu Ende. Dann würde ich sagen, laufe ich kurz nochmal ausgehen hier zurück. Zu dem Chocobo. Hol ihn mir. Und dann würde ich sagen, können wir hier mit Max-Geschwindigkeit durch die Gegend rasen. Und bis dann verabschiede ich mich. Ich war's, euer Demzimmerfix. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.